Hallo und herzlich willkommen zu Folge 63 meines Feed the Beast da auf Turtle Let's Plays. Ich möchte euch erstmal ganz kurz sagen, was ich nochmal kurz zwischen den Aufnahmen gemacht habe. Und zwar haben diese ganzen Bögen, diese ganzen Lederrüstungen und der ganze Scheiß alle mein System verstopft. Die waren in der Default Route, haben die Default Route verstopft, haben hier alles verstopft, die ganze Kiste hier war voll, weil er sie auch nicht mehr da reinpacken wollte per Item Duct. Und da habe ich mich dazu entschieden, okay, ganz ehrlich, Bögen und Lederrüstung brauchen wir sowieso nicht. Wozu brauchen wir die? Also habe ich jetzt einen Filter für meinen Item Duct hier eingerichtet. Das geht übrigens mit einem einzigen Numeric Servo. Also der Block hat jetzt einen Numeric Servo und somit haben auch alle Seiten einen. Und ich bin jetzt gerade dann dabei, die ganzen verschiedenen Teile hier einzuspeichern. Wichtig ist, dass ihr Ignore Metadata und Ignore NBT einschaltet, damit er auch alle Lederrüstungen, alle Lederpants, auch wenn sie enchanted sind, wobei sie dann natürlich sowieso als erstes in den Enchantment Sync fallen, deswegen ist auch das kein Problem. Und halt auch alle Bögen, alle Steinschwerter, alles nicht dort reinkommt, das ist nämlich geblacklistet hier. Hier ist eine Blacklist, dass das Zeug niemals dort oben reinkommt. Ich habe jetzt nur drei heile Bögen da drin, weil ich halt drei heile Bögen erstellt habe aus den 5 Milliarden, die wir hatten. Die restlichen habe ich alle per Item Duct in die Trashcan geleitet. Und ich habe hier eine Whitelist mit allen weiteren Sachen, mit dem Bogen, mit den ganzen Lederrüstungsscheiß. Alles halt Whitelist für hier und Blacklist hier. Da das nämlich in derselben Blockreihe ist, also im selben Block, also dieselbe Entfernung, packt er manchmal auch einen Bogen oder so dort oben rein. Und das soll er ja nicht. Also müsste ich jetzt nur noch darauf warten, dass ich irgendwann mal wieder eine Lederkappe kriege, aber das lässt sich dann eigentlich dadurch, dass ich einfach nur warte. Gut, das war also Punkt 1. Punkt 2, unser Tank ist voll. 1.152.000 Millibuckets. Also 1.152 Buckets Experience. Plus das Ding voll. Wunderschöne Sache. Wirklich, wunderschöne Sache. Ich freue mich. Wir haben eine Menge XP. Mehr werden wir für unser Leben nicht brauchen. Denn dieser Tank hat so viel in sich, dass ich damit bestimmt 50.000 Enchantments haben werde. Oder machen kann. Ja. Übrigens, es ist ein bisschen laggy. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe auch echt alles ausgeschaltet. Ich spiele noch nicht lange. Ich habe gerade erst mein Spiel wieder neu gestartet. Außerdem, genau, nächster Punkt. Mann, jetzt hör auf. Ich mach doch jetzt. Nächster Punkt. Warum auch immer, das Zeug, was ich in der Deep Dark gemacht habe, wurde nicht gespeichert. Ich habe immer in den Spielstand reingegangen und auf einmal, also wollte halt in den Deep Dark gehen, habe gesehen, warum ist mein Mining-System nicht am Laufen, bin da reingegangen und der Tunnel war noch nicht mal fertig. Und mein ganzer Arcane Boar war weg. Ich also erstmal alles neu gecheatet, erstmal alles wieder heil gemacht, sodass das ganze System wieder so funktioniert, wie es soll. Und ja, das habe ich jetzt erstmal dann auch noch gemacht, dass der Arcane Boar wieder funktioniert. Dann fällt mir gerade auf, hat das anscheinend trotzdem nicht gereicht, obwohl ich so viel gemacht habe. Und habe 21 Ticks bekommen und das Laden Jar ist wahrscheinlich leer. Also muss ich dann nochmal neues Essen besorgen. Das mache ich aber, sobald wir uns am Mob-Farm waren. Was man außerdem schon sieht, ist mein neues Komprimierungssystem. Denn ich hatte zu viel Erde. Es ist uns tatsächlich die Erde vollgelaufen. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Komprimierungssystem für Erde gebaut. Aber Erde kann man nur bis zum Vierfachen komprimieren. Also gibt es nur Quadruple Compressed Dirt. Deswegen auch das System so klein. Und wie immer, da unten ein Logistics Chassis mit einem Provider drin. Und oben auch wieder ein Provider drin. Einfach direkt da dran geschlossen. Und dann das ganze Ding einfach nur direkt daneben runtergezogen. Einfach um auch Erde verarbeiten zu können in einem sinnvollen Weg. Denn unsere Erde Barrel ist voll. Die Cobble-Barrel wird durchgehend benutzt, die Erde-Barrel ist voll. Und bleibt voll, weil voll. So, als letztes, was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mir einen kleinen Fluid-Request-Pipe hier ran gemacht mit einem Tank, der leer ist, obwohl er mir anzeigt, dass da 5 Milliarden XP drin sind, aber egal. Und dort kann ich jetzt jederzeit Mob-Essence, Wasser oder Lava und später auch noch andere Flüssigkeiten direkt in den Tank rein bestellen, um mir mal schnell einen Eimer davon rauszuholen. Einfach nur because. Einfach nur, weil es geht. Außerdem wollte ich eigentlich der Grundgedanke war, ich wollte einfach nur mal nachgucken können, was für Flüssigkeiten überhaupt im System sind und wie viel davon im System sind.
Aber jetzt ist es dann doch dazu übergegangen, dass ich jetzt diesen wunderschönen Tank habe, mit dem ich dann Buckets durch die Gegend schmeißen kann. Ich habe auch noch überlegt, das gleiche noch als Extraktor-Bucket, also als Extraktor zu machen, sodass ich wieder zurück ins System leiten kann, aber das ist nicht möglich, weil ich keine Items links für Wasser und Lava habe. Die könnte ich dann natürlich terminieren, also einfach löschen, aber das muss ja nicht sein. Also, ja, einfach nur ein Request. Gut, ja, ich denke mal, damit wären die Sachen, die ich gemacht habe, inzwischen Aufnahmen abgeklärt. Und dann kann ich mich jetzt darum kümmern, eine Mobfarm zu bauen, wie ich es in der letzten Aufnahme gesagt habe. Und wir haben nur gerade mal 11 Stacks Glowstone, aber 61 Stacks Niter und gerade mal 10 Stacks Sulfur. Yay, sowas. Und nur 21 Stacks Redstone, aber 88 Stacks Kohle. Ich glaube, wir könnten tatsächlich doch noch Kohle benutzen, weil ich so viel Kohle habe. Egal. Ich will ja sammeln und unendlich machen. Wir haben uns alle mit der Kiste voll und unser Charcoal-System reicht trotzdem nicht aus, weil irgendwas noch trotzdem Charcoal braucht. Ach doch, jetzt geht es wieder mehr. Anscheinend ist es gerade erst voll geworden. Und deswegen sollte unser Charcoal-System wunderschön laufen dort hinten. Da unten, das kleine System. Ich muss auch nochmal dort ein paar Änderungen vornehmen, denn wie ihr seht, sind 90% der Bäume jetzt normale Saplings. Und ich glaube, ich werde einfach mal so dekadent sein und an jede einzelne Stelle, wo der Sapling ändert, einen Cargo-Manager anbauen, sodass er einfach gezwungen ist, jedes Mal seine Saplings zu wechseln und dann immer die richtigen da zu pflanzen. Ich hoffe, dass das dann funktioniert, sodass unsere Farbenform wenigstens ein bisschen erfolgreicher wird. Aber naja, mal sehen. Das werden wir dann ja sehen. Ja, weil die normalen Bäume wachsen halt viel schneller. Das ist nämlich der Vorteil, die wachsen schneller und größer. Ja, aber sie verstopfen halt dadurch auch das ganze System, weil sie halt so schnell wachsen und so viele Saplings droppen. Weil die Farbenbäume nur so wenige Saplings droppen. Vielleicht mache ich auch einfach nur eine Etage voll mit Farbenbäumen oder so, zwei Farben hintereinander und dann Cargo Manager mal sehen. Auf jeden Fall mache ich das aber auf Camera, nur dass sie halt gewarnt sein, dass ich das irgendwann nochmal auf Camera mache und dann brauche ich es nicht zu zeigen. Ich mache einfach mal jede einzelne Farbe mit einem Cargo Manager versehen, tue ich dann. Und mir fällt gerade auf, dass ich es doch nochmal so machen muss. Ansonsten pflanzt er dort niemals neue Setzlinge an. Weil ich mir die Setlinge klaue, deswegen brauchte ich das auch so in der Einstellung. Naja, auf jeden Fall, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal zwischen den Aufnahmen irgendwann machen, damit die Baumform ein bisschen effektiver ist. Vor allem die Farbenform, die Baumform ist effektiv. Wir haben wieder 2 Stacks Charcoal und 79 Stacks Holz, was kann man dagegen sagen? Unsere Coal Engine und unsere Solar Engine laufen, super. Und wir haben hier ein Area Biom, weil, Punkt. Aber wir haben ja eine Magnum Torch, die das Ganze sowieso verhindert. Also, ich werde dann mal mich darauf vorbereiten und vielleicht werde ich sogar nochmal, bevor ich mich darauf vorbereite, das zu tun, mir ein System für diese blöden Arcane Levitators auch hier hinbauen. Ich glaube, das werde ich gleich nochmal machen. Aber das mache ich dann auch wieder off-camera. Also ich stelle jetzt erstmal off-camera nochmal Arcane Levitators dort unten hin, damit ich auch das mit den Arcane Levitators gemacht habe. Mache ein paar Ethereal Platforms für die Geschosse hier. Und dann bereite ich auch schon mal alles vor, um mir eine Mob-Farm zu bauen. Denn wir werden keine billige Vanilla-Mob-Farm bauen. Das werdet ihr von mir nicht sehen. Vanilla-Mob-Farm. Wir sind langweilig. Schließlich müssen wir die manuell wirtschaften. Gut. Also, ich werde das mal ganz kurz machen, die richtige Menge an Zeug craften und so und das alles ausmessen und so weiter. Und dann bin ich gleich wieder da, wenn ich das alles soweit vorbereitet habe und wir loslegen können mit dem, was eigentlich wichtig ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder, nach einer ganzen Weile auf Camera. Ich habe ein wenig den Raum erweitert, habe also einfach nochmal in den dritten Baum reingebaut. Und habe jetzt dort eine neue Stelle angebaut. Und zwar für eine Mod, die auch sehr viel Platz braucht, weswegen ich dann nämlich auch diese Erweiterung brauchte. Thorncraft braucht relativ viel Platz durch das Aura Node Teil hier und durch die riesigen Infusion Table hier. Dadurch braucht Thorncraft sehr viel Platz. Die Mod, die ich jetzt machen möchte, die sich übrigens Ars Magica nennt, die brauchen noch mehr Platz. Denn jede wichtige Struktur ist ein 5x5. 1, 2, 3, 4, 5, wie schon in Cobblestone hier angedeutet. So. Und ich habe mir schon alle wichtigen Ingredienzien dafür gecraftet und habe schon mal einen Grundriss ausgelegt, wie ich das wahrscheinlich ungefähr haben möchte. Und zwar, die Grundsachen, die ich gecraftet habe, sind erstmal 2 Filing Cabinets. Eins für später Book and Quills und eins für Spells, also für die fertigen Sprüche.
denn Asymmetrica ist natürlich eine weitere Magie-Mod, mit der man ganz viele verschiedene eigene Sprüche erstellen kann, also Zaubersprüche erstellen kann. Das ist der Hauptteil von Asymmetrica. Das ist der Hauptkomponente von Asymmetrica, ist wirklich ganz viele verschiedene eigene customisierbare Spells, also Zaubersprüche. Und somit habe ich mir jetzt erstmal die Grundsachen dafür gecraftet. Mir fällt gerade auf, dass ich noch gar keinen Stuhl habe. Den mache ich dann gleich nochmal. Einen Stuhl wollte ich nämlich auch hinstellen, weil das ein Tisch ist und zu einem Tisch gehört ein Stuhl. Das ist aber auch schon gleich der Tisch, den kann ich euch schon mal zeigen. Das ist ein Inscription Table. Den craftet ihr so mit 2 Planks und 3 Slabs, ne, Torch und Spell Parchment. Das ist für uns relativ sehr wichtige Sache, das Spell Parchment. Das craftet ihr aber auch mit 02 Sticks und Paper, ist also auch nicht so teuer. Dann als nächstes den Oculus, der ist auch nicht so teuer. Nur 3 Stone Bricks, ein Glas, 2 Kohle und ein Blue Topaz. Blue Topaz ist eines der 5 Milliarden Erze, die man finden kann unter der Erde, und eins der wenigen, das selbst mit 32 Texturen noch 16-Bit Texturen hat. Einfach weil Asymmetrica nicht im 32x32 Texture Pack, also in Faithful, drin ist. Deswegen sind das auch alles noch 16x16 Texturen. Aber wie man sieht, fügen die sich trotzdem ganz gut ein. Man sieht kaum Unterschied. Es passt trotzdem da rein. Ich meine, guckt euch das an. Man bemerkt kaum, dass es unterschiedliche Texturenpakete sind. Oder dass das eine halt original ist und dass das andere ein bisschen verbesserte Texturen sind. Einfach weil es halt Vanilla ist. Naja. Auf jeden Fall, das ist das zweite, was ich gemacht habe. Das können wir aber noch nicht benutzen. Das Ding hier, das werden wir später benutzen, um unsere Sprüche fertig zu machen. Da kommt dann Book and Quill rein, also ein Buch und eine Feder. Buch mit Feder und Tinte. Und dort können wir dann unsere Zaubersprüche zusammenstellen. Craften müssen wir sie in dieser Struktur, die ich hier angedeutet habe, die wir aber erst viel später bauen werden, weil Zaubersprüche möchte ich in dieser Aufnahme noch nicht bauen. Denn, ich wollte ja ursprünglich in dieser Aufnahme eine Mod bauen, eine Mob-Farm bauen. Und dafür gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Und die erste, die mir natürlich eingefallen ist, ist die wir schon kennen, nämlich Mine Factory Reloaded. Die habe ich schon ein paar Mal benutzt, auch in meiner Singleplayer-Welt. Natürlich habt ihr die noch nicht gesehen, also ihr habt die natürlich nicht gesehen, die Methode, aber ihr habt halt MFA schon mal gesehen, mit dem ganzen Zeug, was es kann. Und dort hätte ich dann halt ein System aus einem Rancher für Schafe, Breeder und ein Grinder und außerdem ein Chronotyper gebaut. Da habe ich dann ein kleines System gebaut, das mir dann automatisch Monster, also Tiere breedet und killt, also züchtet und tötet. Aber naja, das wollte ich dann nicht machen, weil Mine Factory Reloaded haben wir schon gesehen. Für die Leute, die es wissen wollen würden, wie man es macht, ihr baut euch erstmal ein Gehege, am besten so groß wie der Radius von dem Gerät ist. Ich glaube, es waren 5 Blöcke, also halt 1, 2, 3, 4, 5 innen drin. So, baut ihr dann halt hier 5 Blöcke, 1, 2, 3, 4, 5 und so. Für die Leute, die es mit MFA machen wollen, kann ich es mal ganz kurz zeigen. Würdet ihr es so bauen, so ein Feld, und zwar entweder aus Zäunen, oder ihr könntet dafür, was ich immer ganz gerne gemacht habe und was auch ganz gut funktioniert, aus Thorncraft in dem Artifice Tab den Paving Stone of Warding benutzen. Den würde ich euch empfehlen. Paving Stone of Warding baut ihr dann halt einmal unten in die Erde rein, das heißt, ihr nehmt den dann hier rein. Das sind dann Paving Stones of Warding, alle drumrum. Und dann würdet ihr hier an diese Stelle, also das hier wären halt alles Paving Stones of Warding, die ganzen Cobblestones da drauf wären alle alle einen Block tiefer und wären Paving Stones of Warding. Das wäre dann euer Zaun. Und natürlich auch dort die Reihe, aus hier Borders, so wie ich das gerade mache. Und dann würde hier dran ein Chronotyper eingehören. Dieses kleine Ding hier. Ist relativ teuer mit 3 Emeralds, aber naja, Emeralds sollten für uns kein Problem mehr sein. Diese Farm ist effektiv, ich hab's euch ja gesagt. Auf jeden Fall, dort würde dann ein Chronotyper hinkommen. Packt dort auch einen Block drauf, denn ansonsten bringt das nichts. Also ihr braucht dort unter dann keinen Paving Stone, aber dafür müsstet ihr dann einen Block auf den
Chronotype darauf packen. Und was ihr dann außerdem machen solltet, ist dann den Chronotype auch richtig rum ausrichten. Heißt, ihr probiert einfach mal aus, wie rum der gehört. Was der nämlich macht, ist, er zieht die Babys aus dem Gehege raus und packt sie in das. Dann würdet ihr nämlich außerdem noch hier zum Beispiel einen Breeder hinstellen. Den müsstet ihr dann mit dem richtigen Essen versorgen, also halt das, was die Tiere brauchen. Bei Kühen Weizen, bei Schweinen Karotten und bei Chickens, also bei Hühnchen sind es ja Seeds, wie ihr sicher wisst. Und das müsstet ihr dann da reinpacken, am besten aus unserer schon bestehenden Farm. Und dann würdet ihr halt hier einen Teil hinpacken, so ein Breeder-Dingens, wo auch immer der jetzt schon wieder ist. Da. Nicht so teuer, nur ein bisschen Gold. Das ist auch nur der billigere goldene Apfel zum Glück. Und den würdet ihr dann halt dorthin bauen. Dann würdet ihr das ganze Viecher breeden. Dann müsst ihr hier zwei von jeder Sorte reinpacken, die ihr haben wollt. Außer Schafe übrigens, die braucht ihr dann nicht reinzupacken. Und dann würden die halt gebreedet werden. Und die Tiere würden dann Chronotyper dann auf die andere Seite verschoben, wo ihr dann wieder ein Gehege habt. Und in diesem Gehege würden dann die Kleinen, die Babys reinkommen. Und wenn sie erwachsen sind, von einem Harvester, also von einem Grinder gekillt werden. Heißt, ihr packt dann da einen Grinder ran an das zweite Gehege, was ihr dann hier hinbauen würdet, so direkt im Anschluss daran, würdet ihr einen Grinder Grinder-Gehege bauen, in das dann die Babys transformiert werden, also halt transportiert werden wohl eher. Und wenn sie erwachsen sind, werden sie automatisch vom Grinder getötet und ihr bekommt deren Drops. So würde ich das machen für normale Tiere. Vielleicht bauen wir uns irgendwann auch nochmal so eine Farm, aber ich wollte es halt als Magic benutzen, weil es billiger ist und weil es, ja, weil wir sowieso die Motor brauchen. Also es ist billiger, wenn man es schon hat. Es ist natürlich nicht billiger, wenn wir jetzt alles nochmal neu aufsetzen müssen, so wie jetzt, alles neu bauen müssen. Es ist teurer, aber wenn man es sowieso hat und wir wollen es später haben, dann brauchen wir es nicht so. Und als nächstes natürlich noch den Rancher. Den Rancher baut ihr einfach so, ist relativ billig. Dann baut ihr auch einfach ein Gehege von der gleichen Größe wie das für die anderen eben auch. Und da könnt ihr Schafe reinschmeißen. Der Rancher erntet halt automatisch Wolle von den Schafen ab. Nur vergesst halt nicht den Grund da aus Gras zu machen, damit die Schafe ihre Wolle auch, die Wolle der Schafe auch nachwächst oder die Schafe ihre Wolle nachwachsen lassen. Egal. Auf jeden Fall müsstet ihr das dann so machen mit einem Rancher, der dann da an das Gehege angeschlossen ist. Wie gesagt, vielleicht zeige ich das irgendwann nochmal. Ich habe genug Emeralds für den Chronotype, aber who cares. Erstmal möchte ich das jetzt so machen, weil es billiger und leichter und wir wollen sowieso nochmal irgendwann Asphalt-Checker benutzen, wie gesagt. Naja gut, billiger. Ihr könnt es aber auch billiger machen. Das erste, was wir jetzt brauchen, ist, wir brauchen so ein Essence-Pool-Gedöns. So ein Ding. Liquid Bucket of Essence und die schmeißen wir hier hin. Die findet ihr draußen in der Welt. Am meisten habe ich das Gefühl in Wüsten, aber da meist ist es nur in 2x2 Becken. Ihr könnt daraus auch keine unendlichen Wasser, also unendlichen Source Blocks machen, sodass ihr halt unendlich viel davon bekommt. Das geht natürlich nicht, das wäre zu einfach, denn das Zeug braucht ihr später auch noch für andere Dinge, deswegen ich mir auch noch ein bisschen anderes Zeug gecraftet habe. Aber das erste, was wir halt machen müssen, ist ein Buch in einen Item Frame packen an so einem Teil. Und ihr seht, wie das Ding langsam Buchstaben sammelt. Und ich hoffe, dass es reicht, ansonsten muss ich noch mehr von den Dingern da in die Nähe packen. Ich glaube, es reicht nicht, also vielleicht soll ich nochmal so machen und dann noch einen da dran machen und vielleicht reicht das dann. Im Notfall mache ich noch mehr ran, ist mir dann auch egal. Ich habe ja genug. Ich habe einen ganzen Reinforced Tanks in 32 Buckets. Sollte dann reichen. Nope, es reicht. Und ich glaube, es hätte auch mit einem gereicht, also dauert halt nur dann ewig. Also, was wir dann bekommen, ist ein Arcane Compendium. Das müssen wir natürlich jetzt abbauen. Und sobald wir es aufgenommen haben, you have unlocked the secrets of an Arcane. Und, das machen wir gleich nochmal mit dem zweiten Buch, denn wir brauchen das gleich noch. Und das kann sowieso noch eine Weile brauchen. So, jetzt haben wir zwei wunderschöne Balken hier unten stehen. Nämlich einmal Burnout mit 11, was jetzt bei 0 von 11 liegt, und einmal Mana ist 100 von 100. Und da unten noch so ein kleiner Halbmond. Den Halbmond ändert ihr mit C. Das ist der Casting Mode. Das ist sozusagen die Stärke eures Zauberspruchs. Das werde ich aber später nochmal, da werde ich aber später nochmal genauer drauf eingehen. Mann, ich sollte mir echt angewöhnen, nachzudenken, bevor ich spreche. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr damit halt die Stärke eures Zauberspruchs bestimmen. Wird aber erst wichtig, wenn wir einen haben. Und das
tun wir noch nicht. Wir haben noch keinen Zauberspruch. Ja, Burnout genauso. Was ich jetzt erstmal mache ist, wie war noch das Kommando? AM irgendwie gab es einen Kommentar im GUI. Slash help. Ich weiß aber nicht, ob mir das auch anzeigt. Also Sea of Age gibt es auf jeden Fall. Das gibt es nämlich auch, was ganz schön ist. Wenn ihr mal nicht wisst, warum euer Server so laggt, Sea of Age tipp PS und ihr seht, wo eure Ticks pro Sekunde richtig sind. Gut ist 20 Ticks pro Sekunde, denn das ist 20 Ticks pro Sekunde ist eine Sekunde. Und wenn halt der Server sehr langsam reagiert, ihr klickt zum Beispiel auf was und es dauert 3 Jahre, bis das Interface kommt, dann ist die TPS schlecht. Und dann macht ihr einmal so und guckt, wo die TPS schlecht ist. Egal, auf jeden Fall, ich möchte jetzt gerne einmal help... help... 2... Logistic Pubs help... 3... sehr schöne Seite... 4... 5... ach ja... AMUI config. Das war's. Und das müssen wir jetzt in Slash schreiben. Slash AMUI config. Ich hätte auch einfach Tab drücken können, aber egal. Also einfach AM Tab. Hätte es auch schneller rauskunden, egal. Auf jeden Fall öffnet sich dann dieser wunderschöne Bildschirm. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt seht. Ich hoffe es mal stark. Und dort könnt ihr dann in den Options Folgendes einstellen. Ihr könnt dort sagen, Minimal Hot, yes. Der Vorteil daran ist, dass ihr nicht durchgehend diese blöden Leisten hier habt und dass ihr somit nicht durchgehend von diesen Leisten genervt werdet. Negative Buffs, Positive Buffs kann eigentlich mal da bleiben. Huch. Ja, kann da bleiben. So, kann da in der Mitte bleiben, das kann auch alles da bleiben, das ist mit die Rüstung, die man trägt. Das ist aber alles minimal. Wenn wir jetzt Escape drücken, seht ihr, dass die Balken verschwunden sind. Wenn wir jetzt aber einen Asmagica-Spruch hätten und den in die Hand nehmen würden, dann würde sich dieses Fenster wieder öffnen. Also diese Balken würden wieder da sein. Sie sind halt nur nicht da, weil ich Minimal Hard of Yes habe und deswegen das Ganze nur angezeigt wird, wenn ich es auch brauche. Also wenn ich irgendeine Sache überhaupt craften will. Denn im Moment will ich das ja noch gar nicht. Im Moment will ich noch gar nichts haben und ich will nicht durchgehend diese blöden Leisten hier überall haben. Gut, auf jeden Fall sollte ich dann jetzt mal reingucken. Da steht eine ganze Menge sinnvolle Informationen. Das meiste davon weiß ich schon. Heißt, kann ich das weglassen. Ganz toll. Muss ich mir alles mal ganz, alles wieder so sozusagen uncraften. Es ist wunderschön, dass du mir irgendwie alles anzeigt, was vielleicht daran liegt, dass ich mal in der Creative-Welt mit dem Ding rumgespielt habe. Ob das so schlau war? Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch einfach die Einträge schon gesammelt, während ich herumgelaufen bin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würdet ihr am Anfang halt nur sehr, sehr wenig haben. Das erste, was ihr machen müsstet, wäre das hier. Rechtsklick auf den Inscription Table. Ein Oculus müsst ihr euch craften und den irgendwie da hinstellen. Also manche, das Problem ist, manche Dinge bekommt ihr dadurch, dass ihr sie craften. Also manche Unlock-Teile hier, manche Stellen in dem Arcane Compendium. Bekommt ihr dadurch, dass ihr Sachen craftet, manche dadurch, dass ihr sie rechtsklickt. Beim Crafting-Alter kann ich euch schon mal sagen, also das, was der Crafting-Alter freischaltet, nämlich wenn ihr hier den Crafting-Alter habt, da die Research zu dem Teil, die ihr das craftet, das, nur wenn ihr den auch so craftet, in dem Crafting-Fenster, bekommt ihr überhaupt das Fenster, wie ihr einen Crafting-Alter herstellt. Also, das ist ganz toll. Aber das bauen wir erst später. Ich habe auf jeden Fall anscheinend schon eine Menge, anscheinend lustigerweise gemacht, was mich eigentlich relativ wenig interessiert. Weil das Einzige, was mich jetzt interessiert, eigentlich nur die Nexai sind. Und die habe ich anscheinend als Einzige nicht freigeschaltet. Was ich ganz toll finde, aber das interessiert mich auch relativ wenig, weil ich weiß, wie man sie baut und man sie auch ohne Wissen benutzen kann. Was ich aber zeigen kann, ist der Oculus. Den könnt ihr jetzt benutzen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon gezeigt, dass man die nicht benutzen kann. Auf jeden Fall, wenn ihr halt noch nicht dieses Arcane Compendium habt und noch nicht dieses Secrets of the Arcane unlocked habt, dann könnt ihr den Oculus nicht benutzen, dann zeigt er euch nichts an. Aber hier bekommen wir jetzt wunderschöne Sachen. Ich zeige euch später noch, was das genau alles macht. Im Moment interessiert uns das relativ wenig. Ja,
Jetzt wollte ich eigentlich diese Aufnahme im Mob-Farm machen, das schaffe ich nicht mehr. Das heißt, ich zeige euch nur noch, wie wir alles vorbereiten. Dann macht der nächste Aufnahme die Mob-Farm. Und das zeige ich dann vielleicht den Rest von Mars Magicka. Dann nenne ich die beiden Aufnahmen einfach Mars Magicka 1 und 2. Ja, auf jeden Fall kann jetzt diese Stelle wunderschöne Kobbelkonstruktion erstmal weg, da die erst später gebraucht wird. Und ich baue dann gleich mal das erste auf, was wir brauchen. Denn das grundlegende Problem ist eigentlich nur, dass wir ein Live Assets brauchen. Und der hat es anscheinend tatsächlich geschafft. Sehr schön. Warum wir das übrigens das zweite Mal brauchen, kann ich euch nochmal gleich zeigen. Aber als erstes, was wir erstmal grundlegend brauchen. Ich möchte eine Ars Magica Tierfarm bauen. Und in Ars Magica geht Automatisierung über Sigils, sogenannte Sigils. Die craftet ihr als erstes mit einem Sigil Stand, auf die ihr die raufpacken wollt. Auf einen Sigil Stand können, soweit ich weiß, drei Sigils. Das kann man aber nochmal nachgucken. Nach Arcane Compendium steht das nämlich irgendwo drin. Fragt mich nicht wo. Da, Magical Sigils. Und da könnt ihr halt sehen, Sigil Stand, ja genau, drei Stück höchstens. Und dann könnt ihr auch sehen, was die einzelnen Sigils bringen. So, das erste Sigil, was wir haben wollen, ist das Sigil of Butchery. Und das braucht ein goldenes Schwert, zwei Red Runes, ein bisschen verschiedene Fleischsorten und ein Evil Looking Book. Deswegen das zweite Arcane Compendium, denn dafür brauchen wir dann noch ein Woodplay und ein Arcane Compendium. Das zweite, was wir brauchen, ist ein Sigil of Progeny. Und das dritte ein Sigil of Container. Das ist auch relativ einfach. Nur halt das Sigil of Progeny. Progeny? Progeny. Progeny ist etwas schwieriger. Weiße Runen, naja. Sechs Eier, naja. Aber Life Essence. Und Life Essence craftet ihr mit Arcane Ash, zwei Eiern und zwei Golden Apples in einem Essence Refiner. Und genau das ist nämlich das Problem, der Essence Refiner. Und der Essence Refiner ist dieses wunderschöne kleine Ding hier. Problem an der Sache, der Essence Refiner braucht Essence. Also, Magic Essence Zeug. Ich habe den Namen schon wieder vergessen bei dem Ars Magica Teil. Wie heißt denn das Zeug? Ja, anscheinend Essence. Essence Conduit. Mana. Mana, Essence, keine Ahnung. Auf jeden Fall halt die Magieart dieser Mod. Und ja, um die zu bekommen, brauchen wir ein Nexus. Und deswegen baue ich jetzt ein Nexus. Aber zuerst einmal brauche ich noch was ich noch ganz vergessen habe. Bzw. zwei Dinge, die ich ganz vergessen habe. Und zwar einmal... Na, doch wieder Ars Magica. Aber ich hätte gerne noch... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo sind sie? Da. Ein Crystal Ranch. Wofür wir jetzt die beiden wunderschönen Blumen brauchen. Ventium Dust habe ich ihm schon beigebracht. Einfach Ventium Ore in Redstone Furnace bzw. in irgendein Furnace für einen oder in Pulverizer für zwei, was ich ihm beigebracht habe, einfach weil ich beim Furnace überhaupt keine Plätze mehr frei habe fürs Craften. So, das ist das erste, was wir brauchen. Der Crystal Ranch. Das ist das wichtigere Tool. Das zweite, auch wichtige Tool, auch nicht ganz so wichtig, ist hier auch irgendwo. Ich habe nur keine Ahnung wo. Das Wooden Leg brauchen wir aber auch. Das heißt, das kann ich auch schon mal craften. Da, Magic Tech Staff, den brauchen wir nämlich auch. Und dafür brauchen wir einen Mana-Fokus, den craftet man so. Da brauchen wir einen Standard-Fokus und dafür einen Lesser. Also einmal einen Lesser-Fokus, bitte. Und dann hätte ich noch gerne Standard-Fokus. Und außerdem noch, sehr schön, das und außerdem noch das. So, und währenddessen sollte er eigentlich alles gekriegt haben, was wir brauchen, nämlich einmal das Wooden Leg. Das kann man hier schon mal benutzen. Mit einem Arcane Compendium kombinieren und wir bekommen ein Evil Looking Book. Und ein Goldschwert sollten wir auch noch unten überall haben, also das kann ich auch noch mal rausholen. Dann brauchen wir ein, nicht das, das, zack, dann als nächstes einmal aufwerten und als nächstes nochmal aufwerten und dann haben wir das und dann haben wir auch das und dann kann man das machen. So, da haben wir auch das zweite wichtige Gadget, nämlich den Magitech Stuff. Dann kann ich euch einmal zeigen, wofür die Dinger überhaupt gut sind. Und zwar, mit dem Crystal Ranch verbinden wir bestimmte
Tools miteinander. Und mir fällt gerade auf, dass ich noch eine kleine Sache brauchen könnte. Der ist sozusagen so ähnlich wie unser normaler Crescent Hammer, aber halt für Magie. Was ist denn aber das Ding noch? Nö. Einmal das bitte. Ich glaube, ich habe mal eins gehabt. Das ist ein Let's Play. Oder zumindest in meinem vorherigen Staffel. So, das hätte ich auch nochmal gerne. Gut, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Ganz toll. Also, ja, habe ich eine ganze Menge gequasselt. Das Ding ist halt zum Verbinden. Und das hier ist, um zu sehen, wie viel Zeug drin ist, da ist, fertig ist. Aber ich wollte sagen, ich höre dann trotzdem hier mal auf. Wir haben ein wunderschönes kleines Osmetriker Setup und in der nächsten Aufnahme bauen wir dann den Nexus, holen uns die Essenz, bauen eine Mob-Farm und dann bauen wir noch ein bisschen mehr zum Osmetriker. Bis zur Zeit gucken uns dann mal Sprüche an und so. Aber als nächstes hoffentlich in der nächsten Aufnahme erstmal die Mob-Farm. Ich überlege gerade, ob ich in dieser Aufnahme nochmal ganz schnell den Essence-Nexus baue. Ich glaube, das tue ich nochmal ganz kurz. Ich baue nochmal schnell den Essence-Nexus. Und zwar gibt es drei verschiedene Arten von Nexal. Den Light, den Dark und den, Neutral Nexus. Die jeweils auch verschiedene Arten von Mana produzieren. Und zwar, der Light Nexus produziert logischerweise Light Mana und der Dark Nexus Dark Mana und der Neutral Essence. Essence ist es sogar. Es heißt sogar Essence. So, und wenn ihr alles richtig gebaut habt, so wie ich, jeweils in einem Dreierabstand oder der Mitte dieses wunderschöne Kreidchen, was ich jetzt gar nicht gesagt habe, wie man es craftet, aber egal. Ja, dann bekommt ihr das. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwo doch noch das Structures? Nee, ich habe keinen Nexus. Ich stelle mal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz noch einen Crafting Alter, dann hoffe ich, dass ich den alten Eintrag kriege, damit ich euch das zeigen kann. Crafting Alter, mal sehen, ob das funktioniert. Ansonsten, ich glaube, ich stelle es generell einfach mal zur Sicherheit in einem normalen Crafting-Fenster her, man weiß ja nie. Komm, mach hinne. Komm. Danke. Dann das da und das da zusammen und dann habe ich hier New Entry unlocked. Ihr seht es, dort ist New Entry unlocked. Das Ding hier stelle ich schon mal genau dahin. Dort gehört es später hin. Nee, ein höher, aber egal. Auf jeden Fall sollten wir jetzt hoffentlich, ja, sehr schön. Essence Nexus, Light Nexus und Dark Nexus. So, der erste Nexus, den ich bauen will, ist der Light Nexus. Den könnt ihr entweder mit Glas, mit Gold oder mit Diamanten aufbauen. Wo steht denn das? Oder mit Moonstone, genau. Mit Glas, mit Gold, mit Diamanten oder mit Moonstone. So. Glas, Glas, Diamanten, egal. Und zwar, das hier bleibt immer gleich. Box of Quartz und ist immer. Und das, was oben drauf ist, die sogenannten Caps, wie auch beim Thorncraft Wand, die bestimmen, wie schnell sich dieser Nexus mit Essenz füllt. Heißt, umso bessere Wandcaps, also umso bessere Caps hier oben, umso schneller wird der Nexus voll. So, warum habe ich jetzt Diamant genommen und nicht Moonstone? Ganz einfach, weil Moonstone nicht das Beste ist, sondern genauso gut wie Diamant, aber dann arbeitet er in der Nacht. Mit Diamantcaps, Goldcaps und Glascaps arbeitet er am Tag. Mit Moonstone-Caps arbeitet er mit der Effizienz von Diamant in der Nacht. Das kommt dann zum Tragen, wenn ihr halt Tag und Nacht habt. Denn das Tal generiert über den Tag Essenz. Heißt, es generiert aus dem reinen Tag und nur aus dem Tag, nicht aus Licht. Aus dem Tag generiert es Essenz. Das heißt, selbst wenn ihr in einem Eternal Day Age aus Mistcraft seid, für die, die wissen, was es ist, für die, die nicht wissen, es wird dort halt niemals Nacht. Sondern die Sonne steht immer am gleichen Punkt. So, selbst in so einer Eternal Day Age wird das Ding nicht durchgehend laufen. Denn es gibt eine Minecraft-interne Uhr, die durchgehend läuft.
auch in einer Eternal Day Age. Und die bestimmt, ob es Tag oder Nacht ist. Die ist nämlich die, die man hier sehen kann. 10 PM, das ist genau die Uhr. Und die ist halt durchgehend dumm. Geht halt durchgehend um. So. Ja. Auf jeden Fall, im Moment ist es gerade Nacht, deswegen produziert das Tal nichts an Essenz. Das können wir übrigens auch nachschauen, indem wir jetzt unser MacGTech-Staff nehmen. Das Ding. Und einmal Rechtsklick auf das Tal hier machen. Dann sehen wir, wie viel er gespeichert hat. Und ihr seht auch, dass es sich nicht verändert. Wenn ich jetzt mal ganz kurz schlafen gehe und es damit wieder Tag mache, dann seht ihr, dass dieses wunderschöne Tal jetzt läuft und langsam Essenz generiert. 163,625 Essenz. So, und zwar ist es halt Light Essenz. Das wird später noch zu tragen kommen, wenn wir Dinge craften. Im Crafting-Alter, also Sprüche craften. Dann wird das zum Tragen kommen. Aber auch hier kann es zum Tragen kommen. Das erkläre ich aber, wenn wir dieses Zeug machen. Erstmal halt noch, hier, wir haben diesen wunderschönen Block of Quartz und Diamant-Nexus, der immer nur am Tag läuft. Ich könnte noch einen aus Moonstone daneben schmeißen. Wenn ich wirklich Bock hätte, so viele Essenz zu machen, könnte ich noch einen aus Moonstone daneben schmeißen, damit er durchgehend, also damit wir durchgehend Light Essenz bekommen, aber who cares. Dann brauche ich noch ganz kurz noch einen zweiten Nexus, den will ich auch nochmal ganz kurz fertig machen. Und zwar ist das nämlich der Neutral Nexus, der einfach nur neutrale Essenz produziert. Das ist eigentlich meiner Meinung nach der schwerste Nexus, also auch die schwerste Essenz, die man bekommen kann, denn man braucht dafür genau dieses Zeug hier, diese Fluid Essence. Heißt, ihr müsst raus in die Welt gehen und dieses Zeug suchen, ansonsten könnt ihr diesen Nexus nicht befüllen mit Essenz. Das ist der Nachteil daran. So, und dann packen wir unser Blue Chark hier in die Mitte. Und dann sollte er eigentlich anfangen zu drehen, genau. Wie man diese Charks übrigens craftet, ist ganz einfach. Die White Chark wird mit Chalk wird mit weißer Farbe, Clay, Flint, Paper und einer Arcane Ash gecraftet. Die Arcane Ash ist geschmolzenes Arcane Compound, und zwar kriegt ihr zwei daraus. Und ein Arcane Compound sind zwei Netherrack, zwei Stein, zwei Redstone und zwei Glowstone. Also, einfach gesagt, Oberwelt und Nether zusammen. So, und die Blue Chark ist mit Winter and Dust und blauer Farbe. Das ist das Einzige, was sich verändert hat. So, um diesen Neutral Nexus jetzt zum Laufen zu bringen, müssen wir unter seinem mittleren Block, also dort drunter, einen Source-Block, einen Block dieser Essenz hinbekommen. Und zwar keinen Source-Block, wie ich gerade gesagt habe, sondern einfach nur einen Block dieser Essenz. Und dann kann er bis zum Source-Block vorstoßen. So, das heißt, wir sollten jetzt, wenn ich einfach nur hier diesen Block abbaue, diesen und diesen, die kurz einsammle und einmal da drunter stelle, so, und jetzt dort einfach mal beispielshalber ein Bucket reinschmeiße, wie so, seht ihr, wie das Tal jetzt langsam die Essenz aufnimmt von hier und dieser Source-Block gleich verschwindet. Was dann ganz, ganz toll ist. So, und weg ist der Source-Block und dann ist das ganze Ding auch weg. Also es muss nur ein Source-Block mit dem Ding verbunden sein, aber halt nicht direkt darunter sein. So, dann habe ich mir eine lustige kleine Sache überlegt, vielleicht sollte ich das aber lieber von hier machen, weil es besser, weil einfach einfacher, denn ist besser und einfacher und erwähnt ich schon besser und einfacher, egal, auf jeden Fall das noch dahin, denn ich glaube, das wird so einfacher und schöner aussehen. Gut, auf jeden Fall werde ich jetzt hier ein Floodgate platzieren, und zwar ein Floodgate macht sozusagen Source-Blöcke, also platziert sozusagen Source-Blöcke. Wenn wir jetzt also unseren Reinforced Portable Tank dorthin nehmen und den da rausstellen und den jetzt auf Einschalten, so auf Output, dann müsstet ihr sehen, wie das Tal Essence verliert und der Nexus zu laufen beginnt. Sehr schön. Und das ist halt das, was er macht. Er platziert die Source Blocks. Nur sollte er da gar keinen Source Block platzieren. So. Und dann platziert er halt ganz langsam aber sicher Source Blocks. Und die werden immer wieder vom Nexus aufgesogen. Und damit wird sich langsam aber sicher dieser Tank leeren.
Später werde ich da übrigens wahrscheinlich noch einen Ender-Tank hinbauen und dann irgendwie noch das Ganze per Remote irgendwie einbauen. Aber erst einmal kann ich das so machen. Ich stelle hier einfach für eine Weile meinen gefüllten Reinforced Portable Tank hin. Das Ganze geht dann in den Neutral Nexus rein. Und ihr seht, das Teil generiert jetzt schöne Sens. Und ja, langsam aber sicher wird das Teil sich dann auch füllen. Wobei es gerade mal 7% hat und das Ding 21%. Naja, auf jeden Fall ganz tolle Sache. Wir haben zwei Nexi. Den Dark Nexus, wie man den baut und was der macht. Naja, den Dark Nexus, der ist ein bisschen schwieriger zu bauen. Naja, schwieriger nicht unbedingt. Dafür brauchen wir Chimerite, Obsidian oder Sunstone. Sorry, ne? Chimerite, Obsidian oder Sunstone. Und wir müssen ihm Monster, ihn mit Monstern füttern. Das heißt, dieses Ding hier geht nur mit Monstern. Wir müssen damit Monster töten. Das heißt, ich werde da einfach mal einen meiner Spawner nehmen, die ich unten in meinem in meiner Mob Essence Farm werde ihn da überstellen und dann kann er dort drin alles spawnen. Ethereal Glass drumherum und schon passiert da nichts mehr. So werde ich das dann mal relativ schnell automatisieren können. Aber da wir noch keine Dark Essence brauchen, ist es gut. So, mal sehen. Dark Brother tends to make machines run faster, but becomes end over periods. Others kind cost now and strength, and more life experience. Mal sehen, was ist denn das bessere Zeug. Da steht auch gar nicht, was die besseren Sachen da drin sind. Naja. Auf jeden Fall, was dann das mit der ganzen verschiedenen Nexi auf sich hat und wie wir die nutzen können, um unseren Essence Refiner zu benutzen und sonstigen ganzen Scheiß, klären wir in der nächsten Aufnahme. Wir sind nämlich sowieso schon voll über der Zeit. Ja. Heißt, in der nächsten Aufnahme erkläre ich euch dann, was die verschiedenen Arten von Essence überhaupt bringen, wofür die gut sind, wofür wir sie brauchen. Und, ja, werde dann das Zeug craften, um die Mobfarm zu bauen, werde die Mobfarm selbst hinbauen. Und mal sehen, was wir dann machen. Wahrscheinlich werde ich dann nochmal ein, zwei kleine Sprüche craften, so grundlegende Sprüche, uns zum Crafting-Alter bauen, dann müssen wir schon was anderes machen. Vielleicht mal irgendwann den Wither Kill, das wäre vielleicht mal eine Idee. Naja, auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt mal für diese Aufnahme, sage danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play, findet ihr mich da auch, Teddy Pack. Tschüss.